Jay Gurudev. Ich grüße euch ganz herzlich. Ich bin hier gerade auf dem Fender. Das ist in Bregenz, also von Bregenz aus Österreich. Bin ich bei Bregenz, dort wo die Gondel auch hochgeht, zu Fuß, also ohne Gondel, den Berg 1064 Meter hoch gelaufen, gestrampelt, um hier oben anzukommen. Ja, dann zeige ich euch mal ein bisschen die Landschaft jetzt hier und dann schauen wir mal weiter über unsere Thematik, um in der Gegenwärtigkeit zu sein. Ja, das ist ganz schön hier oben. Da hat man einen schönen Blick und sieht ganz viel von der Natur. Das ist also jetzt da, wo doch jemand geht, da oben die Straße runter, die hier runter führt, um dann auf den Fender zu kommen. Das ist also schon ein bisschen anstrengend, wenn man das nicht geübt ist. Aber mit ein bisschen Übung geht das immer besser. Und ich habe heute auch gemerkt, das war mein zweiter Aufstieg jetzt innerhalb von einer Woche. Und das ging heute schon sehr viel leichter als das letzte Mal. Ich habe ja 2 Jahre oder 2,5 Jahre ausgesetzt und hatte jetzt wieder Schwung, den Fender zu besteigen. Ich kann euch nochmal zeigen, das ist also nochmal hier rüber, die Sonne, die kommt jetzt gerade raus hier. Es ist da, wo der Turm ist. Der Strahlungsturm, das ist jetzt der Höhepunkt. Ich komme gerade von da oben, konnte da jetzt nicht filmen, weil da gerade mit der Maschine, mit dem Rasenmäher das Gras weggeputzt wird. Weil heute Nachmittag, er sagt, da kommen tausende von Leuten, da müsst ihr jetzt sauber machen. Ja, das ist ganz schön. Das gibt so viel Kraft hier oben. Oder hier ist so viel Kraft, die man auch spürt im Körper und im Geist. Kommt da so eine Klarheit. Da merkt man auch, was die Natur ausmachen kann auf uns, was sie bewirken kann in unserem eigenen Bewusstsein und auf unserer körperlichen Ebene, dass da so eine starke Veränderung kommt, indem man den Platz verändert. Ja, hier könnt ihr ganz schön sehen, hier so die Natur da drüben. Schneebedeckten Berge noch überall. Und hier geht dann auch die Gondel hoch, dass man hier mit der Gondel fahren kann, hoch und runter. Es ist oftmals so, dass viele Leute gehen zu Fuß hier rauf und fahren dann mit der Gondel wieder zurück, weil das für die Knie nicht so leicht ist, das zu verkraften, den Runtergang. Ja, schaue ich hier nochmal. Ja, das, die Natur ist ja ein Ausdruck der Stille. Ein Ausdruck des Bewusstseins. Und alles, was wir hier sehen, das sind alles Formen, die aus der Stille kommen. Und das ist die Seilbahn hier, die jetzt runterführt nach Bregenz. Und da unten können wir ja auch
Bregenz Seen, das ganze Umland und dann den Bodensee von hier aus. Ist auch ganz schön. Und dann weiter rüber sehen wir die Insel Lindau, wovon ich ein bisschen ranzoomen, weil ich glaube, das reicht jetzt so mit der Klarheit. Das Wetter ist jetzt hier ganz klar. Hier oben. Aber da unten wird es wieder ein bisschen mehr Schatten. Ja, das ist auch so wie eine Bewusstseinserweiterung, wenn man in die Ferne schweift mit seinem Blick. Und das ist ja auch der Sinn, wenn man so Reisen unternimmt, dass das Bewusstsein eine viel größere Weite erlangt, als wenn man so in begrenzten Bereichen ist. Aber die begrenzten Bereiche sind eigentlich immer nur unsere Gedanken. Die Gedanken, die durchschwenken. So. Die Gedanken, die uns immer wieder einengen und begrenzen. Und deshalb ist das so wichtig, dass wir in die Präsenz kommen, in die Gegenwärtigkeit kommen, damit wir nicht in unserem Denken und Betrachtungen, Überlegungen in Begrenzungen kommen. Und das geht. Das geht, dass wir beides sind, beides erfahren. Die Unbegrenztheit, die Gegenwärtigkeit, die wir anfangs nur alleine erfahren, wenn wir transzendieren, so wenn wir meditieren und transzendieren, dann erfahren wir die Gegenwärtigkeit. Und in dieser Gegenwärtigkeit zu leben, ist eine ganz andere Geschichte, als wenn wir immer wieder in unseren Begrenzungen, bedingt durch unsere Gedanken, leben, weil das Leben ist die Präsenz. Das Leben ist die Gegenwärtigkeit. Und wenn wir jetzt in den Begrenzungen sind und nicht in der Gegenwärtigkeit, das heißt, wenn wir unseren Gedanken sind, die ja nie aufhören wollen, uns immer wieder zu neuen Taten treiben, uns immer wieder veranlassen, tätig zu sein, um mehr Freude zu erfahren, um mehr Erfolg zu haben. Alles ist immer in Begrenzungen unserer Gedanken. Und deshalb ist es so toll und angenehm, wenn man sich hinsetzen kann und meditiert. Weil in der Meditation kommt man Schritt für Schritt mehr und mehr aus diesen Begrenzungen in die Stille, wo dann keine Gedanken mehr sind, keine Aktivität, keine Formen, alles ist weg und da ist nur noch die Präsenz.
nur noch der gegenwärtige Moment. Und das, wenn wir das in der Meditation haben, und wir haben das in jeder Meditation, wenn wir unsere Gedanken transzendieren. Und dann ist nichts mehr da als das Leben. Da ist nichts mehr da als das, was wir in Wahrheit sind. Wir sind, wenn es heißt, wir sind nicht der Körper, das heißt eigentlich nur, wir sind nicht diese obere Schicht von unserem Körper, die wir so sehen, die körperliche Form und so, also unsere Augen, unsere Ohren, unsere Nase, Mund, alles für wertvolle Werkzeuge, um die oberflächliche Welt wahrzunehmen, um zu leben. Das will ich nicht ablehnen, auf keinen Fall. Das Leben ist halt hier. Und wenn wir das Leben in unserem Leben, in den Formen, mit den Formen haben, dann haben wir ein perfektes Leben. Und so ist es auch mit unserem Körper ganz wichtig, dass wir den nicht ablehnen. Auch wenn wir den Weg der Erleuchtung gehen und sagen, der Körper, das ist eine Form und die Erleuchtung ist formlos, das ist nur so oftmals auch ein Missverständnis, weil der Körper ist auch von seiner Natur Licht. Ist also dieses formlose, unbegrenzte Licht. Und viele Leute erfahren das auch in der Meditation, dass sie unbegrenzt sind und gleichzeitig aber auch diesen unbegrenzten Körper erfahren. Das heißt, auf der feinsten Ebene des Körpers sind wir auch unbegrenzt. Und so können wir uns auch durch den Körper neben unserer Meditation morgens und abends, indem wir auch da transzendieren und direkt in dieses reine Bewusstsein gehen, in die Transzendenz, um präsent zu sein, gegenwärtig zu sein, so können wir genauso durch den Körper, durch die Form des Körpers, uns unserer eigenen Natur nähren. Wir können nicht durch den Körper, nicht durch den grobstofflichen Körper, durch die Hülle, wo wir glauben, das sind wir, aber das sind wir nicht. Das ist nur diese Hülle, die wir benötigen und brauchen, um unser Leben auszudrücken, um unsere Göttlichkeit, unser inneres Licht, unser unbegrenztes Licht auszudrücken. Und deshalb ist es sehr gut, wenn wir in die Erkenntnis kommen, dass wir dieses reine göttliche Licht sind. Und dieses reine göttliche Licht, wo wir glauben, wir können das nur erreichen, wenn wir meditieren, transzendieren, unseren Geist, über den Geist, wir können genauso durch den Körper uns unserer eigenen Natur nähren. Unsere eigene Natur ist das Selbst, ist das unbegrenzte, unmanifestierte, allgegenwärtige Selbst. Und wenn wir jetzt zum Beispiel durch Yoga-Übungen, so durch bestimmte Stellungen, das ist auch rein von der körperlichen Ebene, bestimmte Haltung einnehmen, da erfahren wir auch Stille.
Und so können wir durch körperliche Übung, durch Yoga-Stellungen auch in so eine körperliche Verfeinerung kommen, wo der Körper immer lichtvoller wird und dann so ganz in der Nähe der Transzendenz, wo dann nur noch Licht ist. Und das ist dann automatisch passiert, dass man dann auch von dieser Seite in die Transzendenz kommt. So können wir von beiden Seiten, so einmal indem wir morgens und abends die Augen zu machen, meditieren und auch dadurch unsere Gedanken verfeinern, verfeinern, verfeinern und gelangen schrittweise in diese Präsenz, schrittweise immer mehr in diese Gegenwärtigkeit, bis wir total bewusst sind, dann sind wir total Präsenz, dann sind wir so gegenwärtig, dass nur noch reines Bewusstsein da, was sich selbst wahrnimmt. Das Bewusstsein, das sich seiner eigenen Natur bewusst ist. Und da sind wir 100% präsent. Da sind wir so gegenwärtig. Und durch dieses immer Wiederholen der Meditation und der mit Abwechslung der Aktivität stabilisieren wir diese Bewusstheit, diese Gegenwärtigkeit und erlangen dadurch mit der Zeit eine Stabilität von dieser Gegenwärtigkeit, dieser Präsenz, die uns dann auch während Gedanken auftauchen in unserem Bewusstsein, dass die Gegenwärtigkeit dadurch nicht verloren geht. Also wir sind dann gegenwärtig, obwohl wir Gedanken haben, Sinneseindrücke wahrnehmen, die ganze Welt beschauen, so wie wir es jetzt hier gerade machen, so dass wir die Berge sehen, die Wolken sehen, alles, die Natur, alles Ausdruck dieser Gegenwärtigkeit. Alles Ausdruck dieses reinen einen Bewusstseins. Und dieses eine reine Bewusstsein, das sind wir. Jeder von uns ist dieses reine Bewusstsein. Also all die Worte, die ich jetzt hier auch sage, das sind Hinweise. Das sollen keine Belehrungen sein oder dass du etwas machen musst. Du kannst sowieso nichts machen, um gegenwärtig zu sein. Du kannst sozusagen eigentlich dich gut vorbereiten. Und deshalb machen wir auch Yoga, gehen den Weg, den Yoga-Weg und Meditation und Atemübung, Pranayama, achten auf unsere Ernährung, auch ganz wichtig, Ernährung, wodurch der Körper genährt wird. Nicht? Und ist auch ganz gut, wenn man damals so seine Bewusstheit drauf hat und schaut, was mache ich dafür, damit ich diesen Lichtkörper erfahre? Diesen feineren Körper. Und dieser feinere Körper, genau betrachtet, ist es so, wie wenn wir meditieren und feinere Ebenen unserer Gedanken erfahren in der Meditation, um letztendlich auch durch Gnade die allerfeinste Ebene der Gedanken zu überschreiten und dann in dieses allgegenwärtige reine Bewusstsein einzutauchen, zu sein, erkennbar, das bin ich. Und genauso ist das mit dem Körper, deshalb auch dieser Weg des Yoga-Weges, des harter Yoga-Weges, wo die Leute, die Yogis, alles machen, den Körper reinigen, ganz bestimmt die Diäten einhalten, gucken, dass der Körper immer weiter verfeinert wird und dadurch wird auch der Geist, Körper und Geist sind nicht getrennt voneinander, das ist auch eine Verbindung und durch auch so ja, Koordination oder was auf der geistigen Ebene passiert, passiert auch auf der körperlichen Ebene. Und so können wir auch sagen, wenn wir genauso wie beim Meditieren transzendieren, eine gute Wirkung
diese Meditation dann auch eine gute Wirkung auf unseren Körper hat. Genauso hat, wenn ich jetzt so der Hatha-Yoga-Weg ist, so, wo man auf der körperlichen Ebene den Körper verfeinert, den reinigt, hat das auch genauso eine sehr positive und gute expandierende Wirkung auf unseren Geist. Unser Geist wird dadurch auch weiter verfeinert. Und wenn wir jetzt beide Wege gleichzeitig gehen, gleichzeitig heißt so, wir unsere Mahlzeiten, die wir zu uns nehmen, da achten wir einfach darauf, dass wir gesunde Nahrungsmittel zu uns nehmen. Dass wir Nahrungsmittel zu uns nehmen, die uns verfeinern. Wo unsere Frequenz, unsere physische Frequenz immer weiter verfeinert wird. Und dann können wir sogar mehr und mehr den Körper, diese Schwingung, diese Frequenz unseres Körpers, die Wellen, die Energiewellen in unserem Körper spüren. Und auf der feinsten Ebene hat auch der Körper eine sehr, sehr hohe, lichtvolle Schwingung. Und das ist so hilfreich und förderlich, wenn wir dann auch, wie es heißt so schön, Lichtnahrung zu uns nehmen. Lichtnahrung, Früchte, frische Früchte haben sehr viel Licht in sich. Oder frisches Gemüse auch. Und so kann man auch sehen, wenn man da ein bisschen achtet, biologische Nahrungsmittel, die eine hohe Frequenz haben, die nicht behandelte Nahrung, die hat eine sehr viel höhere energetische Frequenz, Energie, wie behandelte Nahrung, wie industrielle Nahrung. Nahrungsmittel, die deformiert sind, die nicht mehr natürlich sind, die schwingen ganz anders als Nahrungsmittel, die jetzt so naturbelassen sind, die zum Beispiel hier in Deutschland, jetzt hier in Deutschland gewachsen sind und am Baum gereift sind oder auf dem Feld zu frischen, gesunden Früchten geworden sind. Und wenn wir die dann essen, dann ist das ist reines Licht, nicht? Also umgewandeltes Licht in Form von Früchten und in Form von Gemüse. Und wenn wir das dann zu uns nehmen, dann verfeinern wir auch durch die Nahrung unseren Körper. Und dadurch, das hat auch wieder eine gute Wirkung, wenn wir dann meditieren, dann merken wir, unsere Meditationen sind viel, viel besser. Und so können wir auf dem Weg der Erleuchtung ganz, ganz viel machen, von unserer Seite, damit wir schneller in die Erleuchtung kommen. Das ist eine Vorbereitung, nicht Erleuchtung. Wir können ja sagen, wir sind erleuchtet. In Wahrheit sind wir auch erleuchtet, weil das Selbst strahlt aus sich selbst und wir sind das Selbst. Aber durch unsere Blockaden, durch unsere Stress, Verspannungen, Traumata, durch unsere Erfahrung aus der Vergangenheit, wo Rückstände, Blockaden zurückgeblieben sind in unserem Nervensystem, die führen dazu, dass wir unsere Gegenwärtigkeit, unsere Erleuchtung nicht unmittelbar erfahren können. Und deshalb ist es gut, Schritte zu gehen, um die Stressverspannung wieder aufzulösen, wodurch unser Nervensystem gereinigt wird. Und mit einem größeren gereinigten Nervensystem haben wir eine bessere Wahrnehmung. Unsere Wahrnehmung wird immer feiner, feiner, feiner. Wir erfahren immer leichter, so auch unsere Umgebung erfahren wir viel, viel konkreter und feiner, als wenn unser Nervensystem voller Stress und Verspannung ist. Und so ist das mit der Ernährung, mit der Lebensführung, mit Freunden, mit denen man zusammen ist, ob die bewusst sind oder unbewusst sind, ob die friedlich sind oder in Feindschaft sind. Also das sind so viele Dinge, die wir beachten können, um schneller in die Erleuchtung zu kommen.
wie ich das ja auch erfahren habe, ist die Erleuchtung ja schon da, wenn wir das erste Mal transzendieren. Aber dann geht es darum, diese Transzendenz, die reine Transzendenz ist Erleuchtung. Und dann geht es darum, dass dieses, was wir da, auch was ich da erfahren habe, dass es stabilisiert wird. Und das machen wir, indem wir schrittweise vorangehen, indem wir uns gut ernähren und meditieren regelmäßig morgens und abends, transzendieren, meditieren. Das heißt, meditieren heißt nicht in Gedanken sein. Meditieren heißt transzendieren. Transzendieren der Gedanken, um unmittelbar in diese Bewusstheit, in diese Gegenwärtigkeit zu kommen. Und dann geht es darum, diese Gegenwärtigkeit, diese Bewusstheit, die wir immer mehr dann auch im Alltag erfahren, dass die so stabilisiert ist, dass sie uns nicht mehr verloren geht. Egal, ob wir denken, ob wir sprechen, ob wir hören, ob wir sehen, ob wir fühlen. Ganz egal, was wir machen, dass wir immer in dieser Gegenwärtigkeit sind. Und das ist die erste Stufe, der erste große Meilenstein der Erleuchtung. Die vollständige Erleuchtung haben wir erlangt, wenn wir dann in dieser Bewusstheit sind, in der Präsenz sind und mehr gegenwärtig sind, dass wir auf der körperlichen Ebene erkennen, dass wir auch da das Selbst sind. Genau genommen ist das so, das Selbst erkennt sich selbst, nicht wie der Geist, nicht der reine Geist, das reine Bewusstsein erkennt sich selbst in sich selbst, erkennt sich selbst. Und wenn wir unseren Körper so weit gereinigt haben und so weit verfeinert haben, das geht automatisch mit der zunehmenden Bewusstheit und durch die zunehmende Liebe und Hingabe, die wir erfahren, nachdem wir den ersten Schritt der Erleuchtung getan haben, wo wir bewusst werden, wer wir sind, dann erfahren wir auch unseren Körper als unser Selbst. Dass unser Körper ist unser Selbst. Wir sind sowieso unser Selbst. Und deshalb diese Trennung, die wir machen, auch gerade wenn wir im kosmischen Bewusstsein sind, da sind wir getrennt vom Körper. Das ist ganz gut im Bewusstsein zu haben, dass wir in Wahrheit gar nicht getrennt sind. Wir sind von niemandem getrennt. Wir sind nicht von unserem Körper getrennt. Wir sind nicht von unserem Partner getrennt. Wir sind nicht von unseren Eltern getrennt. Und selbst von unserem Haus und von unserem Hund und Katze sind wir gar nicht getrennt. Wir sind immer in Verbindung mit all den Formen, die uns umgeben. Deshalb ist es so gut und wertvoll, sich da immer dran zu erinnern und zu wissen, dass es so ist, dass wir alle dieses eine ungeteilte Bewusstsein sind. Und schon mit der Realisierung, mit dem Erkennen, dass wir das Selbst sind, dann brauchen wir gar nichts mehr machen, um gegenwärtig zu sein, um im Hier und Jetzt zu sein, um immer bewusst zu sein. Wir sind bewusst, so mit der Selbstrealisierung. Da sind wir immer bewusst, egal was wir machen. Nicht, und dauerhaft sind, also dauerhaft, wir müssen dauerhaft in der Selbstrealisierung sein, dauerhaft in dieser Stille sein. Das sind alles Worte, Hinweise, damit du in dir erkennst, ich bin das Selbst. Ich bin die Präsenz.